zeige euch jetzt eine der Möglichkeiten des Aufschießens einer Leine. Ihr kennt bestimmt Bilder wie diese. Die Leine liegt wie ein Spaghetti-Knäuel vor euch und verheddert sich ständig. Das kann zum Beispiel sein, wenn ihr die Klampe belegt habt und noch Leine übrig ist. Wenn ihr die Leine aufschießen wollt, geht ihr so vor. Ihr nehmt das Leinenstück in die linke Hand und macht große Schlaufen mit der anderen Hand. Lieber etwas größer als etwas kleiner. So wickelt ihr den Leinenrest komplett auf und haltet immer oben die gesammelten Leinenstrecken in der Hand. Wenn ihr die Leine so weit aufgefädelt habt, dann geht ihr zu einer Reling oder zu einer Stange, wo ihr diese Leine festmachen könnt. Ihr legt die Leinenreste so über die Stange, greift mit der rechten Hand unten durch, schnappt euch alle Leinenstücke und zieht alles nach vorne. Das Ergebnis sieht so aus: Die Leine ist an der Reling befestigt und hängt ordentlich da.